Ich bin auf dem Weg zur grossen Schanze zu Bern. Gerade neben dem Uni-Hauptgebäude lade ich den Biologieprofessor Willi Hofstetter auf ein Bier ein. Ich bin gespannt, von ihm zu hören, was Leben aus biologischer Sicht eigentlich genau ist. Ciao Willi. Ciao Tobias. Ich lasse dir hier noch den letzten Schluck, oder besser gesagt die Schaumkrone, von deinem Bier raus. Wunderbar, merci vielmals. Herzlich willkommen an der Unfassbar. Danke. Ich würde sagen, als erstes machen wir gleich einmal Prost. Zum Wohl, Tobias. Willi Hofstetter, ich habe dich vorher in der A-Moderation als Biologieprofessor angekündigt. Und es freut mich, dass wir uns jetzt über das Leben können unterhalten zusammen. Und die erste Frage aus deiner Sicht als Biologe, aus biologischer Perspektive, was bedeutet Leben? Eben, ich glaube, es ist wichtig, dass man das jetzt mal betont, zuerst aus biologischer Perspektive, weil auch Biologen sind sich bewusst, dass es verschiedene Perspektiven gibt, was Leben anbelangt. Was für einen Biologe ist, etwas, das lebt, muss eine Anzahl von Kriterien erfüllen. Ein Kriterium ist zum Beispiel, dass ein Energiestoffwechsel da ist. Es muss Energie produziert werden, damit ein Organismus, sei das jetzt eine Zelle oder sei das du und ich, damit der aufrechterhalten werden kann. Ein zweites Kriterium ist, dass es Nahrung aufnehmen muss und Stoffwechselprodukte abgeben können. Also man muss ja irgendwo die Energie herhalten. Ein drittes Kriterium ist zum Beispiel, dass es erregt werden kann. Und das heisst, dass zum Beispiel etwas auf Umwelteinflüsse reagieren kann. Wenn zum Beispiel, stellst du dir vor, du hast ein Wasser in einem Teich oder so, und dann können gewisse Reizstoffe, man sagt dem einen Gradient, es sind unterschiedliche Konzentrationen. Und dann schwadern die Zellen nachher in Richtung höherer Konzentration. Das ist eine Reizbarkeit. Wichtig ist natürlich die Reproduzierbarkeit, also dass es Junge gibt, auf irgendeine Art, oder? Zellteilung zum Beispiel. Nachher, ganz wichtig ist auch noch, also jedes von diesen Kriterien ist wichtig, ganz wichtig ist auch noch, dass man im Prinzip die genetische Information weitergeben kann. Also das heisst, das Bakterium, weil das ein einfaches System ist, oder? Das hat ein Genom. Das Genom muss dupliziert werden. Und die beiden Schwester- oder Töchterbakterien haben das gleiche Genom. Ja. Das ist ungefähr das, was ich denke, von biologischer Sicht, ja, das Leben ausmacht. Ja. Jetzt, momentan sind wir ja in dieser extrem speziellen Situation, seit etwas mehr als einem Jahr, in dieser Pandemie. Und ein Virus würde das jetzt alle die Kriterien, die du jetzt gerade aufgezählt hast, erfüllen? Also ist ein Virus aus biologischer Sicht ein Lebewesen? Oder wie ist das genau? Ein Virus würden wir nicht einfach so als ein Lebewesen bezeichnen. Es gibt Kriterien, die es erfüllt. Zum Beispiel das Weitergeben der genetischen Information. Aber es kann das nicht selber machen. Ein Virus braucht eine Wirtszelle. Und man muss sich vorstellen, dass das Virus das praktisch kapert, die Wirtszelle. Die braucht nachher die ganze Maschinerie, um Eiweiß zu synthetisieren, um das Genom zu synthetisieren. Und dann wird das innerhalb der Zelle wird das nachher wieder zusammengesetzt. Und dann geht die Zelle kaputt und der Virus wird freigesetzt. Also ein Virus ist nicht autonom in dem Sinn, dass es sich selber vermehren kann. Darum denke ich, ist das eine Zwischenstufe. Ja, ja. Also das Virus geht in eine Zelle rein und macht die Zelle kaputt, um nachher selber weiterzugehen. Also wenn wir zum Beispiel das, was wir jetzt alle davon lesen, oder? So das Coronavirus, das schickt sein Genom in die Zellen rein. Ja. Und nachher von der Maschinerie anlaufen. Ja. Ja.
Das ist wunderbar. Das ist ein unfassbarer Magen von einem Profi allen Zuschauerinnen und Zuschauern gesagt wird. Jetzt gibt es ja Leute, gläubige Leute, die sagen, dass die Wissenschaft, die Biologie, gerade hauptsächlich, wenn es um die Evolution geht und die Entstehung des Lebens, sagen sie nachher, man müsste eigentlich in den Schulen einerseits, wenn man die Evolutionstheorie, wenn man das dort lehrt, den jungen Schülerinnen und Schülern, dann müsste man eigentlich auch die Schöpfungsgeschichten gleichgestellt nebeneinander auch lehren. Du lachst, was löst das? Nein, ich lache nicht. Ich denke, wie soll ich sagen, das sind auf eine Art wahrscheinlich Fragen, die man ernst nehmen muss. Es fragt sich, in welchem Fach musst du den Schöpfungsgeschichte lernen, oder? Ich meine, wenn du das in Geschichte nimmst oder wenn er irgendwie über Ethik reden oder sonst so etwas, dann ist es sicher, kann man über das reden. Ich meine, ich denke, die Schöpfungsgeschichte ist wie eine kulturelle Errungenschaft. Aber ehrlich gesagt, in Biologie hat es keinen Platz. Ja. Ich meine, in der Biologie, da stellen eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wir stellen Hypothesen auf und wir suchen Evidenz, die Hypothese zu bestätigen oder zu verwerfen. Und ich meine, die Evolution hat so einen überragenden also Track Record oder so eine Menge von Evidenz hat man da gefunden dafür. Das kannst du nicht mehr im gleichen Fach lehren und sagen, hey, wir stellen das gleichstellen. Ja. Du hast es angesprochen, man kann ja eben die Schöpfungserzählung allenfalls in einem anderen Fach lehren. Es gibt eine Unterscheidung, die ich persönlich jetzt zum Beispiel vornehme. Ich rede nicht vom Schöpfungsbericht, sondern eben von der Schöpfungserzählung. Und probiere dann eigentlich genau den Unterschied auch in diesem Wort klar zu machen. Das zehnte Bericht ist, ich habe, bevor ich Pfarrer geworden bin, eine Lehre als Chemielaborant gemacht. Und dort habe ich Berichte geschrieben. Und bei der Schöpfungsgeschichte im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel, würde ich eben eher von Schöpfungserzählungen reden. Vielleicht kann ich da etwas dazu sagen. Ich meine, eben, man muss ja so Texte wahrscheinlich auch aus der Zeit heraus anschauen, wo sie entstanden sind. Mhm. Und wahrscheinlich hat man damals, wenn das ist dein Fach, wenn die Schöpfung geschrieben worden ist, aber ich denke 2500 Jahre oder 3000 Jahre, ich meine, das lassen wir das so. Genau. Dann hat man wahrscheinlich noch einiges nicht gewusst, was man hat. Aber die Leute oder die Menschen oder die, die sich mit solchen Sachen beschäftigt haben, die haben gleich eine Erklärung wollen. Und dann hat man halt hat einer gedacht, das ist vielleicht wahrscheinlich so. Aber unterdessen haben wir ein bisschen Fortschritt gemacht. Und das ist eine Geschichte oder eine Erzählung geworden. Und die ist von Fakten und Evidenzen abgelöst worden. Sehr interessant, dass du davor redest, dass man Erklärungen will. Ich glaube, das sehen wir genau gleich. Nur würde ich einen Unterschied machen. Und zwar würde ich sagen, dass Biologie, die kann Erklärungen liefern. So wie du es vorher beschrieben hast, was du alles gesagt hast über die Evidenz von Evolutionstheorie und so weiter. Also das wäre auch so ein Unterschied, den man machen könnte zwischen den Fächern. In der Biologie geht es um eine Erklärung. Und in der Theologie geht es nicht um eine Erklärung, sondern der geht es darum, um die Beziehung vom Leben als Ganzes, also um Beziehungen im Leben. Wie tue ich mich orientieren in dieser Natur, in der ich drin bin? Kannst du mit dieser Unterscheidung etwas anfangen? Also, eben, ich glaube, ich meine, das ist natürlich Beziehungen zur Umgebung oder Beziehung zur Natur. Da stehen wir alle drin. Da kannst du Theologe sein oder kannst du Biologe sein. Oder ein Ingenieur sein oder so. Der Unterschied zwischen dir und mir ist wahrscheinlich, du glaubst gewisse Sachen
Und ich denke, ist das so? Ich sage nicht, ich glaube nicht, was du glaubst. Weil dann wäre ich ja auf der gleichen Ebene wie du. Ich meine, ich einfach nicht glauben ist ja keine Lösung. Ich würde aber gerne Evidenz sehen für das, was du glaubst. Und ich gehe davon aus, wenn man keinen Beweis hat für etwas, heisst das nicht, dass das etwas nicht gibt. Mhm. Aber einen Beweis haben, würde einem schon beruhigen, oder? Vielleicht auch beunruhigen. Das ist noch die Frage. Wenn wir in unserer Verfassung der Schweiz ist ja vor Menschenwürde gedreht. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir finden das beide gut, dass von Menschenwürde gedreht ist. Aber aus biologischer Perspektive, sage ich jetzt, ist ja das nicht so einfach, die Menschenwürde zu zeigen oder zu belegen, dass es die so geben soll. Das ist aus der Natur, so wie ich es verstehe, nicht ableitbar, einfach so. Und es gibt aber eben so Orientierungspunkte, wie Menschen, wie verschiedene Lebewesen miteinander zusammenleben. Wie gehst du mit dem um, dass ja hier eben einerseits die Orientierung hast, von eben was Ethik, was vielleicht Glauben angeht, und auf der anderen Seite die biologische Perspektive, die da dazu nichts sagen kann, vielleicht? Eben, es ist, ich sage jetzt nicht nichts. Es ist schon so, meine, das ist jetzt wirklich nicht gerade meine Kernkompetenz. Oder? Und dann haben schon viele Leute tiefere Gedanken gemacht, als wir jetzt das in diesen halben Stunden hier machen. Meine Diskussion um Menschenwürde oder Würde überhaupt, dass das ja keine abgeschlossene Diskussion ist, zum Beispiel. Das zeigt sich auch, dass man viel über Würde vom Tier redet, zum Beispiel, oder wie überhaupt die Würde von der Schöpfung. Mhm. Also das ist einmal das eine. Also das ist eine offene Diskussion. Das andere ist natürlich, gerade wenn, wenn du die Verfassung auch aufbringst, die Verfassung gibt ja eigentlich einen Rahmen, wie man zusammen lebt. Oder? Mhm. Und das heisst, es ist ein Rahmen, wie eine Spezies, der Mensch, erfolgreich kann leben. Und das ist durchaus ein biologischer Ansatz, oder? Weil die Biologie will eigentlich, dass wir erfolgreich sind. Mhm. Je mehr Menschen das gibt, dann sind wir, ich weiss, da werden ein Haufen, wirst du nicht gleicher Meinung sein, und ein Haufen Zuschauerinnen und Zuschauer werden auch nicht gleicher Meinung sein. Aber rein biologisch ist es ein Erfolg, wenn es mehr gibt von uns. Mhm. Was immer Konsequenzen sind. Ja. Und eine Verfassung, die ordnet, wie wir leben miteinander, das ist ein Regelwerk, dass wir erfolgreich sein können. Ich hatte jetzt gesagt, vor unserem Gespräch, und sehr wahrscheinlich würdest du mir jetzt Tag widersprechen, es nimmt mir jetzt den Wunder. Vor unserem Gespräch hatte ich gesagt, Biologie, die tut das Überleben beschreiben. Und in der Theologie geht es stärker um das Leben und biblisch-theologisch würde man sogar sagen, vom Leben in Fülle, also vom überfließenden Leben. Kannst du mit dieser Unterscheidung etwas anfangen? Biologie, Überleben, dass die Kriterien, die du am Anfang aufgezählt hast, die vier oder fünf, was sie waren, gegenübergestellt an der Theologie, was um Leben geht, also Freude haben, Musik, Freude haben, Bier, Sonne, die langsam kommt, der Frühling, so. So, aber vielleicht auch eine Orientierung. Das haben wir ja am Anfang kurz adressiert, eben, dass es unterschiedliche Arten von Leben schaut. Und du hast in der Welle, dass ich biologisch das definiere. Ich bin natürlich ganz deiner Meinung. Ich meine, eben, es gibt andere Arten von Leben. Mhm. Aber da brauche ich jetzt keine Theologie dazu. Ich glaube, dass wir als Mensch, wir haben offensichtlich gewisse Fähigkeiten erworben, die uns denken, die uns auch Vergnügen anstreben oder Lustgewinn anstreben. Wobei, das ist noch die Frage, ob das jetzt typisch Mensch ist. Oder? Ich meine, ein Hund, der nett ist zu dir, der liebt dich nicht. Der will nur gestreichelt werden oder ein Gutes haben. Oder? Der hat auch ein Streben nach Lust. Mhm. Und ich glaube einfach, wir sind einfach vielleicht ein bisschen komplexer.
als Menschen. Und, aber ich würde das nicht von der Biologie trennen, weil schlussendlich sind wir wahrscheinlich alle irgendwo verknüpft im Hirn. Oder? Und es ist alles eine synaptische und chemische Reaktion. Ich glaube, also das würde ich auch sagen. Ich denke, Liebe ist ja zum Beispiel ein biochemischer Prozess. Das kann man ja glaube ich, zeigen. Du würdest mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches sage. Aber was passiert biochemisch im Kopf, kann man ja zeigen, wenn jemand verliebt ist oder liebt. Oder? Ja, man weiss sogar, wir Biologen wollen ein paar Sachen ein bisschen offen lassen. Eben, gell? ein paar Sachen offen lassen, ein paar Möglichkeiten nicht ganz, ganz genau müssen zu wissen. Aber es ist natürlich... In dieser Spannung, was du am Anfang gesagt hast, von dem Wollen mehr wissen. Also das, ist ja, das hat ja der Theologe nicht weniger als der Biologe, oder jetzt in meinem Fall kann ich das so sagen, hat er das nicht weniger mehr wollen zu wissen und mehr wollen zu verstehen, mehr Erklärungen zu bekommen. Aber in der Theologie würde ich sagen, geht es eben nicht um die Erklärung, sondern wenn ich eine Erklärung suche, für wo das Leben herkommt, biologisch, dann suche ich nicht in der Bibel, dann bete ich nicht, dann frage ich nicht einen anderen Pfarrer oder einen Theologieprofessor, sondern eben einen Biologe. Aber wenn ich mir Gedanken mache zum Leben in Beziehungen, Menschen untereinander, wie verhalten wir uns? Dort würde ich sagen, hilft mir nachher die Theologie, hilft mir nachher der Glaube. Das muss ich dir glauben. Ich interagiere ja mit Leuten, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube jetzt, da offensichtlich gibt es verschiedene Quellen, wo man sich da daraus ernährt, wenn man die Interaktion mit Leuten will gestalten. Also es wäre mir jetzt nie aufgefallen, sei es in der Familie oder am Arbeitsplatz oder mit Kameraden, dass ich da unbedingt jetzt einen theologischen Aufbau brauche, damit ich mit denen kann interagieren kann. Ich finde, das ist absolut normal und ich denke, dass mir ein Beziehungsnetz nützt mir ja in vielen Ebenen. Sei das einfach für mein Wohlbefinden, aber auch sei das manchmal ganz praktisch. Oder? Und das ist in meinem ureigensten Interesse und in deinem ureigensten Interesse, das Beziehungsnetz aufzubauen. Ich sehe keinen theologischen Aspekt, aber ich habe mir das natürlich auch nicht so überlegt. Ja. Weißt, ich glaube, was man manchmal unterschätzt, ist, auch wenn man noch mehr in einer rationalen Denkweise verhaftet ist. Das heisst nicht, dass man unglaublich findet, was rundum ist. Sei das, wenn ich im Garten schaue, im Frühling, jetzt, es kommt mir vor, wie alte Freunde aus dem Boden kommen, die das letzte Jahr irgendwo zurückgegangen sind. Das Staunen oder die Freude an der Natur oder an einem Kind, das wächst oder so, das ist auch, wenn ich das Gefühl habe, sind das zwei Zellen und dann sind es 4, 8, 16 geworden. Wegen dem kann ich gleich Freude haben. Ja, ja, ja. Ja. Und das, ich denke, es ist nicht eine Abminderung vom Staunen oder von Freude, etwas zu sehen, wenn man versucht, das zu erklären. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ja, ja, da bin ich ganz, ganz nah bei dir. Wie du es am Anfang gesagt hast, würde ich sagen, es sind auch die unterschiedlichen Fächer. Oder das eine Fach, das ich besuche in meinem Leben, ist dann das, was ich probiere zu erklären. Und das andere Fach, ich bin zum Beispiel als Kind gerne singen oder turnen. Und dort musste ich nichts aufschreiben und nichts auswendig lernen. Und dann konnte ich Turnhalle umsäckeln und so. Das war wunderbar. Und das wäre für mich vielleicht näher bei der Theologie. Und das andere, die Fächer, die sehr wichtig waren, sei es Mathematik oder die Sprache, wo ich etwas gelernt habe, wo ich Sachen auswendig gelernt habe und versucht zu verstehen. Das wäre jetzt bei mir mehr Biologie, wenn ich jetzt von Grundschule ausgehe. Ja, wir wollen den Unterschied nicht ganz nivellieren, oder? Nein, muss man auch nicht. Es ist schon so, dass ich glaube, es ist wichtig, einen rationalen Ansatz zu haben. Mhm. Es ist wichtig, eben, wenn man sich dafür interessiert, genauso wie wir jetzt reden, wir reden über viele Sachen,
vielleicht, wie soll ich sagen, wo eben wo schon viele Leute sich schon andere Gedanken gemacht haben darüber. Genau. Und wir, meine, und wir reden einfach mal so. Bei einem Bier zusammen. Genau, bei einem Bier zusammen. Oder? Genau. Das ist wahrscheinlich eine relative Diskussion, je nachdem, auf einem bescheidenen Niveau. Aber ich denke schon, der Unterschied zwischen einem Pfarrer oder einem Naturwissenschaftler ist, dass ich frage, wie kann ich etwas erklären, und ich ein Modell suche und versuche, eine Hypothese dazu zu testen. Genau. Ich will sie nicht beweisen. Ich will nicht beweisen, was ich gedacht habe. Ich will testen, ob das möglich ist. Mhm. Und eben, und dann kommt der Frust, wenn du am Anfang gesagt hast, oder zwischendurch mal, dann ist es falsch. Und nachher bin ich, kann ich halt wieder aufs Feld 1 zurück. Aber das ist für mich auch, das ist für mich Mensch, mhm, dass man will wissen. Mhm. Ja. Und nicht einfach, das ist falsch, und nicht sich aufs Glauben beschränkt. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, wenn der Wissenschaftler nachher auf das Feld 1 muss und sich dann am Boden zerstört, wäre vielleicht mal einer, weil es eben vielleicht bahnbrechend war, was er vor 20 Jahren angefangen hat, dann wäre dann vielleicht ein anderer Mensch da, der ihn besuchen kann, der ihn umarmt, vielleicht, wenn man dann wieder darf, nach Corona, der ihm zulässt. Und das könnte dann vielleicht die Aufgabe eines Pfarrers sein, wo, oder hier. Die Unterstützung nimmt durch. Das ist der Moment, wo man um jede Unterstützung froh ist. Manchmal ist man um jede Unterstützung froh. Genau. Willi, merci viel mal, bist du der Rumpfspar vorbeikommen. Merci ja, viel mal für all deine Gedanken und Einblicke in deine Arbeit. Ja, es war super. Nein, es war interessant, mit dir zu reden. Ja. Und in dem Fall, tschüss zusammen. Dann wünsche ich dir einen guten Tag. Ciao, Willi. Von Fischen und Menschen heißt der neue Film von Drehbuchautorin und Regisseurin Stefanie Klemm. Der Film kommt bei uns am 20. Mai ins Kino. Stefanie Klemm erzählt mir, wie sie zu dem Stoff gekommen ist, das Drehbuch zu schreiben, wo sie damit einen Preis an den Solothurner Filmtag gewonnen hat. Es freut uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Habt eine gute Woche. Adieu miteinander.